Industrie 4.0 ist eine Technologie, eigentlich ein Konzept, das besagt, okay, wie kann ich auf der Anlagenebene, wie kann ich im Shopfloor, wie kann ich im Unternehmen insgesamt digitalisieren. Die Maschine, wie sie jetzt hier dasteht, ist in der Lage, eine Kundenbestellung abzuarbeiten. Das heißt, der Kunde kann zu Hause mit seinem Smartphone, ohne etwas zu installieren, also auf einer Webseite, einen Kugelschreiber so auswählen, wie er das möchte. Ja, das heißt, die Farbe und so weiter einzustellen und per Knopfdruck das Ganze bestellen, von zu Hause aus. Sobald der Kunde auf den Knopf drückt, fängt eigentlich die Maschine an, in Realtime, also in Echtzeit, die Bestellung abzuarbeiten. Anstatt dass beispielsweise eine Firma Tausende oder gar Millionen Stückzahl in diesem Beispiel einen hellblauen Stift herstellt, der ja niemand kaufen möchte, beispielsweise, kann mit dieser Produktionsanlage eigentlich genau das hergestellt werden, was der Kunde, der Endkonsument auch wirklich konsumieren wird. Eine spezielle Herausforderung war, dass wir Komponenten von verschiedenen Herstellern verwenden und diese müssen miteinander kommunizieren. Dies war eine große Herausforderung, konnte hier aber erfolgreich umgesetzt werden. Für mich ist Industrie 4.0 nicht eine starre Produktion, sondern eine gewisse Flexibilität, die man hat, auch gewisse Prioritäten, die man setzen kann. Und schlussendlich, der Endkunde kann sein Produkt so gestalten, wie er es wünscht und nicht, wie es entsprechend machbar wäre. Da diese Maschinen ja eigentlich die ganze Zeit Daten generieren, also es sind eine ganze Menge von Daten, können diese Daten jetzt endlich auch direkt ins Internet übertragen werden. Und dort haben wir dann die Möglichkeit, diese Daten viel besser zu verarbeiten. Da wäre zum Beispiel das Predictive Maintenance ein Thema. Mit diesen Daten können wir sehen, wann eine Maschine kaputt gehen wird. Aber wir können aber auch sehen, wann sie eine Reparatur bedarf. Hier an dieser Anlage können wir an den neuesten Technologien arbeiten. Beispielsweise Augmented Reality ist ein Ding. Wir haben ein Projekt mit dem HoloLens oder aber auch Machine Learning wie Deep Learning Algorithmen, die ja für den Predictive Maintenance benötigt werden. Diese Erkenntnisse können wir dann direkt verwenden, um sie dann wieder in die Lehre einfließen zu lassen. Unsere Motivation bei dieser Anlage war einmal zu zeigen, wie Industrie 4.0 funktioniert, was kann man damit machen, welche Möglichkeiten hat man für kleine Unternehmen, für mittlere Unternehmen und auch für große Unternehmen, aber auch eine Lernfabrik aufzubauen, wie Sie das hier sehen. Wir haben aus dieser Demonstrationsanlage heraus eine Lernfabrik entwickelt, wo Studierende die Möglichkeit haben, die neuen Prozesse, die neuen Technologien zu lernen, damit umzugehen und sie dann nachher auch im Unternehmen einzusetzen.